In diesem Video erkläre ich dir, warum du höchstwahrscheinlich keine Depressionen hast, obwohl du glaubst, dass du Depressionen hast. Und ich erkläre dir auch, was du tun kannst, damit du dich wieder gut fühlst. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In dieser Videoreihe dokumentiere ich meine Reise zum Milliardär. Ich weiß, Depressionen sind ein sehr sensibles Thema und ich möchte niemanden angreifen oder Depressionen verharmlosen. Ich möchte lediglich sachlich erklären, warum Depressionen nur eine Modeerscheinung sind und warum du wahrscheinlich nicht davon betroffen bist. Deswegen kleiner Disclaimer vorab, ich behaupte nicht, dass es keine Depressionen gibt. Ich behaupte lediglich, dass viele annehmen, sie haben Depressionen, aber sie haben in Wirklichkeit keine Depressionen. Aber jetzt zur Frage, warum haben die meisten keine Depressionen? Und ich weiß, die Antwort werden viele nicht hören wollen, aber es ist nun mal die Wahrheit und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern es ist das Ergebnis von jahrelanger Forschung verschiedener Psychologen. Und ich weiß, es klingt jetzt ziemlich hart, aber viele Menschen haben keine Depressionen, sondern einfach nur ein Scheiß. Leben. Wenn du ein gutes Leben hast, also Freunde hast, Familie hast, eine gut funktionierende Beziehung hast, in deinem Leben ständig weiterkommst, neue Ziele erreichst und wenn du keine Drogen nimmst und auch nicht den ganzen Tag am Handy hängst und dir es trotzdem absolut beschissen geht, dann besteht die Chance, dass du Depressionen hast oder irgendeine Krankheit hast. Die meisten, die glauben, die Depressionen zu haben, haben vermutlich einfach nur ein scheiß Leben. Der wohl bekannteste Psychologe der heutigen Zeit, Dr. Jordan Peterson, hat mal gesagt, dass Depressionen zu haben und am Boden der Dominanzhierarchie zu sein, sich fast gleich anfühlen. Wenn du also ein scheiß Leben hast und am Boden der Dominanzhierarchie bist, also in anderen Worten ausgedrückt, wenn du ein Loser bist, dann bist du vermutlich nicht depressiv, sondern einfach nur extrem unzufrieden mit deinem Leben. Es gibt ein großes Problem. Viele denken, dass man bedingungslos glücklich ist und dass Glücklichsein ein Normalzustand ist. Das ist falsch. Als Mensch muss man sich sein Glück selbst erarbeiten. Wer den ganzen Tag zu Hause rumhängt und Netflix schaut, nicht trainieren geht, keinen guten Körper hat und nicht an seinen Zielen arbeitet, der wird sehr, sehr wahrscheinlich unglücklich mit seinem Leben sein. Aber viele können sich einfach nicht eingestehen, dass sie ein scheiß Leben haben. Sie geben die Verantwortung ab und nehmen den einfachen Ausweg. Denn wer Depressionen hat, kann ja nichts dafür. Der hatte einfach nur Pech. Das gibt dir kurzfristig zwar ein gutes Gefühl, weil du deine Komfortzone ja nicht verlassen musst und weiterhin nicht an deinen Zielen arbeiten musst, aber langfristig wirst du dadurch extrem unglücklich werden. Außerdem, wenn du Depressionen als Ausrede dafür benutzt, dass du einfach nur ein Loser bist, dann ist das ein Schlag ins Gesicht an alle Menschen, die wirklich ernsthafte klinische Depressionen haben. Und es führt dazu, dass Menschen mit Depressionen gar nicht mehr ernst genommen werden, was jetzt leider schon der Fall ist. Ich will in diesem Video nicht mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, hey, du hast ein scheiß Leben. Ich will euch stattdessen ermutigen, euer Leben ernsthaft zu hinterfragen. Fragt euch selbst, ob ihr glücklich mit eurem momentanen Leben seid, ob ihr auf dieses Leben hinarbeitet, das ihr haben wollt. Ich weiß, das braucht eine Menge Mut und es kann auch extrem schwer sein, sich einzugestehen, dass man ein Lappen ist. Aber wer will schon ein Lappen sein? Langfristig wirst du dir auf jeden Fall dafür danken, denn nur so kannst du wirklich was an deinem Leben verändern. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum so viele Menschen unglücklich sind und warum gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren die Anzahl der Menschen, die an Depressionen leiden, so stark gestiegen ist. Social Media. Denn Social Media sorgt zum einen dafür, dass man sich mit deutlich mehr und erfolgreicheren Menschen vergleicht, als man es ohne tun würde. Man vergleicht sich auf einmal nicht nur mit den Menschen aus dem eigenen Umfeld, sondern mit Millionen anderen Menschen, die deutlich erfolgreicher sind als man selbst. Dadurch sieht man sich selber deutlich weiter unten in der Hierarchie, als man sich eigentlich befindet. Und das hat wiederum zur Folge, dass man deutlich unglücklicher mit seinem Leben ist. Denn wie Jordan Peterson bereits gesagt hat, je weiter unten man glaubt, in der Hierarchie zu sein, desto unglücklicher ist man selber. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Social Media, Pornos, Netflix, Musik und Co. so unglücklich machen. Dopamin. Denn all diese Tätigkeiten schütten extrem viel Dopamin aus und man muss gar nichts dafür machen, außer einen Knopf zu drücken. Und bei welcher Tätigkeit schüttet man noch extrem viel Dopamin aus, ohne irgendwas dafür machen zu müssen? Richtig. Drogen. Und mit Drogen macht man nicht nur seinen Körper kaputt und die führen auch nicht nur dazu, dass man abhängig wird, sondern sie führen auch dazu, dass wenn man keine Drogen mehr nimmt, dass man sich deutlich unglücklicher fühlt als davor, weil das Dopaminlevel dauerhaft niedriger ist als davor. Einmal in der Woche Alkohol trinken reicht beispielsweise schon aus, dass man sich die darauf folgenden 6 Tage
wesentlich unglücklicher fühlt, als wenn man gar nicht erst Alkohol getrunken hätte. Und bevor jetzt jemand sagt, dass ich Social Media doch nicht mit Drogen vergleichen kann, doch, kann ich. Denn Social Media wird fälschlicherweise verharmlost, weil es keine sichtbaren körperlichen Folgen hat. Aber der Konsum von YouTube, TikTok und Co. schütten genauso viel Dopamin aus wie beispielsweise der Konsum von Alkohol. Am schlimmsten sind Pornos, denn diese schütten sogar genauso viel Dopamin wie Kokain oder Opium aus. Die Folgen sind also extrem. In den Zeiten, in denen man kein Social Media konsumiert, ist man somit deutlich unglücklicher und ist deutlich unmotivierter, Tätigkeiten nachzugehen, die weniger Dopamin ausschütten. Wie beispielsweise arbeiten, lernen, trainieren, aber auch Freizeitaktivitäten wie Urlaub machen oder mit Freunden was zu machen. Man kann diese Dinge einfach nicht mehr so genießen wie früher oder man findet sie sogar langweilig. Wie kann ich jetzt aber aus meinem depressiven Zustand ausbrechen und endlich wieder glücklich sein? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Krieg dein Hintern hoch, geh trainieren, arbeite an dir selbst, entwickel dich jeden Tag weiter und hör auf, YouTube, Pornos und so weiter zu konsumieren. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, deswegen gebe ich dir jetzt 3 Schritte, die du heute schon umsetzen kannst, damit du endlich wieder zufrieden mit deinem Leben wirst. Und abonniere auch gerne den Kanal hier, denn dann wirst du auf jeden Fall alle nötigen Informationen bekommen, um dein Leben zu verbessern. Schritt Nummer 1. Setz dich hin und überlege dir, was du in deinem Leben erreichen willst. Du musst diese Frage nicht zu 100% beantworten können, das können, glaube ich, die wenigsten. Und im Laufe deines Lebens werden sich deine Ziele sowieso wieder ändern. Deswegen setz dich erstmal hin und definiere dir kurzfristige und langfristige Ziele. Ein gutes Beispiel für ein kurzfristiges Ziel ist beispielsweise, 3-mal die Woche ins Gym zu gehen. Und ein gutes Beispiel für ein langfristiges Ziel ist, in den nächsten 12 Monaten 10 Kilo abzunehmen oder 10 Kilo Muskeln aufzubauen. Du kannst dir auch vornehmen, dich in einem bestimmten Thema weiterzuentwickeln. Du kannst dich jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Thema Video Editing beschäftigen und nach 12 Monaten kannst du diese Leistung im Internet verkaufen und dir dazu ein bisschen Geld dazu verdienen. Erfahrungsgemäß ist aber Sport die eine Tätigkeit, die wirklich kurz- und langfristig zu deutlich mehr Glück im Leben führt. Schritt Nummer 2. Schraube deinen Social-Media-Konsum so weit runter wie irgendwie möglich. Nimm dir am besten vor, in den ersten 6 Stunden des Tages dein Handy nicht zu benutzen bzw. nur fürs Arbeiten zu benutzen. Und hör auch in den ersten paar Stunden des Tages keine Musik. Du wirst dich zwar in den ersten Tagen nicht ganz so gut fühlen, weil du nicht dein Dopamin früh am Morgen bekommst, langfristig wirst du aber viel motivierter sein, früh schon deinen Tätigkeiten nachzugehen und dir wird es viel leichter fallen, zu arbeiten, zu lernen oder Sport zu machen. Und besonders die ersten paar Stunden des Tages sind extrem wichtig, denn wenn du dein Gehirn direkt früh am Morgen schon mit Dopamin bombardierst, dann wird dir im Laufe des Tages keine sinnvolle Tätigkeit mehr Spaß machen. Schritt Nummer 3. Kontrolliere mindestens 1-mal pro Monat, ob du deine Ziele noch verfolgst und ob du im Leben weiterkommst. Nichts gibt einem mehr Selbstvertrauen, als sich Dinge vorzunehmen und sie dann auch durchzuziehen. Je öfter du das schaffst, desto leichter wird es dir fallen, Dinge anzufangen und auch Dinge durchzuziehen. Das waren jetzt 3 Schritte, die in die richtige Richtung führen. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen, das braucht seine Zeit. Und natürlich gibt es auch noch wesentlich mehr Möglichkeiten, um sich endlich wieder gut zu fühlen. Das war jetzt nur ein kleiner Anfang. Check gerne noch unten die anderen Videos von Road to Billionaire aus. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao.